österreichische Journalismus-Club durchaus auch den Vorzug haben, internationale Gäste, möchte ich fast sagen, zu begrüßen. Dabei ist jetzt mein nächster Gast aus dem weit fernen Deutschland angereist, ein ganz lieber Schauspieler. Herzlich willkommen, Pascal Groß. Guten Tag, hallo, danke. Und du wirst ja aus einem ganz besonderen Buch einer ganz besonderen Autorin lesen. Bitte schön. Ja, und zwar aber einer Autorin aus Österreich, nämlich Mona May. Mona May habe ich kennengelernt im Zuge meiner Tätigkeit als Gründer eines fahrenden Theaters. Und die Grundidee war, zu den Leuten nach Hause zu gehen und dort Theater zu spielen, wo sie nicht mehr ins Theater gehen können. Ja? Im Zuge meiner Arbeit habe ich Mona May kennengelernt, eine Autorin, die selbst nicht mehr ins Theater gehen kann. Und sie hat dann im Zuge dessen auch noch ein Stück für mich geschrieben, das bald Premiere haben wird, nämlich Wilhelm Schwebt am 12.04.2024 im Zentrum Puhn im 2. Bezirk. Und heute habe ich auch von Mona May mitgebracht Der Lidschlag der Libelle. Das ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Texten von Mona May. Und auch du hast, glaube ich, schon mal daraus vorgelesen, John. Kann das sein? Das ist so. Ja, sehr gut. Es sind fantastische Texte, es ist viel Unterschiedliches drin. Und ich habe ihn mitgebracht, Nummer 29, Nachtwache. Einfach nur da sein. Stehen, liegen, sitzen, herumlungern, völlig egal. Einfach nur da sein. Was? Wie? Wo? Auch egal. Wann? Sogar warum? Auch diese Fragen, völlig egal. Einfach nur da sein, nach einem langen Tag und einem noch längeren Leben, das schon hinter mir liegt und das noch vor mir liegt. Eine Pause machen, da sein, endlich zur Ruhe kommen und da sein, atmen in die Stille hinein, den inneren Lärm hören, dürfen. Einfach nur da sein, mitten in einem Dasein, das voller Regeln und Gesetze ist, die irgendjemand gemacht hat, ich weiß nicht, die Regeln und die Gesetze gemacht hat, was du es? Auch nicht? Ist schon komisch. Da sitzen wir mitten in einem Leben, das voller Regeln und Gesetze ist und wir wissen nicht, wer sie gemacht hat. Ich kenne diese Leute nicht und du kennst sie offenbar auch nicht. Das ist schon komisch, wirklich sehr, sehr, sehr komisch. Einfach nur da sein und zur Ruhe kommen am Abend, wenn es still wird und du dich schlafen legst. Und wenn sich über endlos dahinziehenden Stunden die Fragen in mir aufzutürmen beginnen und niemand da ist, sie zu beantworten und die bitteren Gedanken langsam heraufkriechen und wie schleimige Schnecken ihre feuchten, matt schillernden Spuren hinterlassen in meinem Innern, das voll ist, zugemüllt mit Sperrmüllgedanken und Ängsten und Hoffnungen und Erwartungen, die nicht die meinigen sind und denen ich nicht gerecht werden kann, niemals gerecht werden kann. Doch sie alle wollen beachtet werden in der Nacht von mir. Sie buhlen um meine Aufmerksamkeit, als wäre ich die Göttin, die es zu erobern gilt und sie erlösen könnte. Aber das kann ich nicht. Einfach nur da sein und zur Ruhe kommen in der Nacht, die lange dauert und mir meine Einsamkeit vergegenwärtigt. Einfach nur da sein, während du neben mir schläfst und einsam bist, so wie ich. Während unser Atem von der Nacht verschluckt wird, so wie unsere Träume, die nie gelebten, die im Trubel des Vergessens verloren gegangenen Träume. Nein, nein, ich beklage mich nicht darüber, ein Mensch zu sein. Das finde ich wunderbar, ein Mensch zu sein. Obwohl ich mir manchmal wünsche, ich könnte auf und davon fliegen, könnte mich in einen Vogelschwarm eingliedern und der Choreografie des Schwarms folgen, unsichtbar gesteuert von der Natur, nur dem einen Gesetz folgend, dem Inneren, das mich leitet und mich sicher fühlen lässt, weil ich weiß, was ich bin und dass ich bin, ohne zu wissen, wer ich bin. Jetzt stöhnst du ganz leise, im Schlaf, neben mir liegt die Einsamkeit, brach und offen, als wäre sie ein unbestellbares Stück Land oder eine unerforschte Wildnis, die gefahrvoll und bedrohlich vor mir liegt, ein emotionales Sperrgebiet. Zu gefährlich, um es zu betreten. Die Stille knistert. Ihr Rauschen umfängt mich und nimmt mich völlig ein. Einfach nur da sein. Zur Ruhe kommen. Doch das kann ich nicht. Denn die bitteren Gedanken haben jetzt vollends von mir Besitz ergriffen. Und auch die kleinen Sorgen, von denen ich anfänglich dachte, sie seien ohne weiteres vernachlässigbar, sind mittlerweile zu gigantischen Riesen herangewachsen, die in meinem Kopf alles niedertrampeln. Aber nicht nur in diesem. Sie trampeln in jedem Winkel meines Körpers herum und stampfen jeden auch noch so zarten Keim der Zuversicht nieder. So schlaf doch endlich ein, brummelst du zu mir, während du dich unruhig auf die andere Seite wälzt, weg von mir, sodass ich dein Gesicht nicht mehr sehen kann und sich dein Rücken im Halbschatten wie ein mächtiger Berg ausnimmt. Ein Berg, den ich nie besteigen werde, weil er nur aus Schatten besteht, die sich im Licht des herannahenden Morgens längst verflüchtigt haben werden. Ich sorge mich um den Zustand der Welt. Da sein. Einfach nur da sein. Zur Ruhe kommen. Die Riesen trampeln einfach weiter in mir und stampfen alles nieder, einfach nieder. So schlaf doch endlich. Die Nacht ist bald um, musst du jetzt mahnend in die Dunkelheit hinein. Und schlaftrunken fügst du hinzu, du denkst immer viel zu viel über alles nach. Nein, bitte, lass das. Komm mir jetzt bloß nicht mit diesem Argument, dass es uns doch gut geht in diesem Land, in dem wir so viele Freiheiten genießen. Genießen? Was ist das schon? Und ja, mag sein, dass es ein Genuss ist, in Speckschwarten zu brutzeln und Tiere zu quälen, Hühner einzusperren, die sich ihre Hälse wundpicken und sich gegenseitig blutig hacken, weil sie auf so engem Raum eingepfercht sind, dass sie sich nicht einmal umdrehen können, ohne dass sie sich ihre dünnen Beinchen brechen. Sie gehen im stickigen Mief ihres von uns Menschen verursachten Elends zugrunde. So viel Freiheit, so viel Genuss. Und warum werden diese kleinen, flauschigen Piepmätze, die in übereinander gestapelten Brutkästen herangezüchtet werden, kaum, dass sie geschlüpft sind, von unsanften Menschenhänden auf ein Fließband befördert? Tausende pro Tag. Und dann auf den Fließbändern des Todes geschreddert werden. Lebendige Geschöpfe, in deren winzigen Äderchen der warme, rote Saft des Lebens pulsiert. Warum? So viele Gedanken. Einfach nur, weil sie das falsche Geschlecht haben, aussortiert. Wer hatte diese Idee? Ich nicht. Ich war es nicht. Und du? Auch nicht. Ich habe diese Gesetze und Regeln nicht gemacht. Und du? Auch nicht. Schon komisch. Ich kenne diese Leute nicht, die diese Gesetze erlassen haben und solches erlauben, solch Grausames und Barbarisches erlauben, einfach erlauben, als ginge es nicht um ein Leben. Ist schon komisch, sehr komisch. Einfach nur da sein, zur Ruhe kommen. Als wäre es nicht mein Recht und das Recht aller Geschöpfe auf diesem Planeten, sich frei zu entfalten und sich sicher zu fühlen, in dem Wissen, dass die Regeln und Gesetze dem Schutz des Lebens gelten und ihm dienen und nicht umgekehrt. Es sind nur bittere Gedanken, die heraufgekrochen sind in dieser Nacht, in der ich keinen Schlaf fand. Ich darf also jetzt eines sagen, ich bin froh, dass du einfach nur da bist. Einen besonderen Text von einer besonderen Autorin, von einem besonderen Menschen gesprochen zu bekommen, das ist schon, es geht sogar über das Vorlesen hinaus, das merkt man, und deswegen gleich meine Frage an dich, Pascal. Was geht in dir vor, wenn du mit Worten spielst, wenn du schauspielst, wenn du liest? Ich versuche im besten Falle, und das gelingt mir oft, und das macht die Sprache aus, den Raum zu verändern. Weil man mit der Sprache, vor allem wenn man eben vor Leuten liest, quasi wie so Verbindungen aufbauen kann. Wie so Bälle, die ich ihnen zuwerfe. Und das macht das aus. Das Lesen, das Spielen, das Sprechen. Da gleich jetzt die Anschlussfrage, du hast es erwähnt eingangs, Theater daheim, für Menschen, die nicht ins Theater gehen können, aus welchen Gründen auch immer, die aber trotzdem auch das Anrecht haben, Schauspiel zu sehen, Literatur genießen zu können. Was magst du da genau? Was ich mache, ich gehe tatsächlich zu den Leuten ins Wohnzimmer, baue dort eine Bühne auf und biete ihnen ein professionelles Theatererlebnis. Ich spiele aber auch in Vereinen, auf Messen, auf Märkten. Ich will auch hier spielen, lieber John. Also überall da, wo ich gewollt bin. Und das macht natürlich etwas ganz Besonderes, weil die Distanz, die auf einer großen Bühne stattfindet, nicht gegeben ist. Das heißt, man ist in einem ganz, ganz feinen, kleinen Rahmen und Raum, und das macht es sehr besonders. Dann bedanke ich mich für deine Art zu spielen, für deine Art vorzulesen. Ich glaube, das wird vielen Menschen doch auch ein bisschen ein Zeichen sein. Und ich habe gesehen, du hast im Buch schon unser Vorlesezeichen drinnen. Das soll es euch einfach eignen an diesen wunderbaren Nachmittag. Und ich darf jetzt schon die Einladung aussprechen für unseren nächsten Autorentag, wo wir dann natürlich das weiterführen wollen. Pascal Groß, vielen Dank für diesen außergewöhnlichen Text und für deine außergewöhnliche Art. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch einiges gemeinsam auch tun werden und können und dürfen. Vielen Dank. Darauf freue ich mich. Vielen Dank. Schönen Tag. Bleib noch bitte für ein Foto.